Hallo. Das ist der Melksam. Ich habe mich gerade mit ihm sehr gut unterhalten hier. Und ich dachte, jetzt, wo wir hier gerade 1500 Zuschauer haben, möchtest du vielleicht auch noch mal so ein bisschen erzählen, was du von den Gegendemonstranten hältst, wie du das einschätzt und auch ein bisschen zu deiner Vita, deiner Lebensgeschichte. Ja, vielen Dank. Danke. Bevor ich zu den Gegendemonstranten komme, möchte ich zu unseren eigenen Leuten kommen, die heute diese wunderbare Veranstaltung organisiert haben, eingeladen haben und zum Glück auch viele Leute dieser Einladung auch gefolgt sind. Ich muss sagen, es geht ja auch um Leute wie mich. Man sieht es ja an meiner gottgleichen Hülle, dass ich nicht Bio-Deutsche bin, in Anführungszeichen. Ich bin deutscher persischer Abstammung, lebe seit 29 Jahren in diesem Lande und habe hier Familie gegründet und ich bin dankbar. Ich bin dankbar, ich versuche auch diese Dankbarkeit in der Form zu zeigen, dass ich mich mit diesem Land, mit seinen Leuten, mit seiner Geschichte, mit seiner Tradition befasse. Es ist wichtig zu erfahren, warum Leute wie mich, wie ich, in dieser Partei sich engagieren. Ich bin nicht nur Mitglied, sondern auch Funktions- und Mandatsträger. Ich sitze im Kreistag Limburg-Weilburg. Wir sind aus dem Iran geflohen, um alle Situationen zu entgehen, wie leider letzte Woche Freitag auf dem Marktplatz in Mannheim. Wer garantiert uns unsere Sicherheit? Wer garantiert uns, dass wir von unserer Rede- und Meinungsfreiheit Gebrauch machen können? Man sieht Charlie Hebdo, man sieht den Angriff auf Salman Rushdie, man sieht den Angriff auf Stürzenberger, Michael Stürzenberger und leider den tödlichen Angriff auf den Polizisten, der im Dienst gestorben ist. Das macht mich nachdenklich, hat mich schon länger nachdenklich gemacht. Deswegen dachte ich, ich gehe in die AfD und engagiere ich mich. Weil man sieht ja, der Unterschied ist, die AfD-Leute haben zugehört. Es waren viele Redner, die haben vieles gesagt und die Leute haben zugehört. Aber die anderen haben die ganze Zeit nur gebrüllt, gebrüllt, gebrüllt. Und ohne zu verstehen, wie wollen sie uns, unser Gegner sein, wenn sie nicht mal verstehen, was wir sagen wollen. Sie haben die ganze Zeit geschrien, ne? Ich bewundere ihre Standhaftigkeit, also Standvermögen. Aber ich kann eins sagen, jetzt zu den anderen. Ich bin Familienvater, ich bin Arbeitnehmer. Wenn ich Zeit habe, verbringe ich die Zeit mit Lesen, mit meinen Hobbys. Aber wenn Leute Hobbys haben, ein Hobby, das Hobby der anderen da ist, dass sie hingehen, gucken, sie verdanken ihre Existenz uns. Das heißt, sie gucken, wo die AfD auftritt, dann gehen sie hin und schreien rum. Ich würde Ihnen empfehlen, eine Familie zu gründen, einfach mal in den Wald spazieren zu gehen, an einen schönen Flussufer entlang zu laufen, dann werden Sie auch sehen, dann werden Sie auch entspannter sein, dann sind Sie auch aufnahmefähig, um dann die Aussagen der AfD-Redner hier zu verstehen, zu analysieren. Und die sagen die ganze Zeit, Nazis raus, Nazis raus. Die letzten Nazis, die ich gesehen habe, waren nicht bei NTV-Dokumenten, sondern die ersten Reden im Deutschen Bundestag nach dem Zweiten Weltkrieg. Da waren ja bei der CDU, SPD, FDP auch die Grünen, die sich daraus stehlen wollen aus der Affäre. Nein, die haben sich da hineingeschlichen in die Fraktionen und haben sich einfach mal durchgemogelt. Das waren Nazis, das waren NSDAP-Mitglieder. Die AfD gibt es seit 11 Jahren. Die haben kein einziges NSDAP-Mitglied bei uns finden können. Aber die sagen trotzdem, Nazis raus, Nazis raus. Und das ist einfach mal, entschuldigt, dämlich. Ich bin hier um für unser Land. Ich bin deutscher, persischer Abstammung, darauf bestehe ich. Einfach mal uns zu zeigen, unseren Einsatz, unseren Respekt für die Staatsmacht, für die Polizisten, die in ihrem Einsatz sind. Warum braucht es so viele Polizeiautos, so viele Polizisten, so viele Hundertschaften? Was haben wir gemacht? Keine von uns hat irgendjemanden beleidigt, angegriffen und so weiter. Es ist eine politische Veranstaltung, ein Gedenkfeier gewesen, in einem würdigen Rahmen. Aber diese Pietätslosigkeit, die haben nicht mal stillgehalten, als die deutsche Nationalhymne, das Lied der Deutschen, gesungen wurde. Dazu möchte ich kurz einwerfen, wir hatten uns gerade unterhalten, die Nationalhymne stimmte an und er stand sofort und hat die Hand aufs Herz gelegt. Also das ist das Mindeste. Ich kann jedem Zuschauer nur empfehlen, gehen Sie bitte nach Bonn, in das Haus der Geschichte und sehen Sie, wie dieses Land, ein zerbombtes, komplett dem Erdboden gleichgemachtes Land,
aufgebaut wurde. Die Trümmerfrauen. Wer gedenkt heute den Trümmerfrauen? Wer gedenkt den vielen Kriegsgefangenen? Und die dazu kamen und das Land. Und niemand hat sozusagen für dieses Land etwas übrig gehabt. Und deswegen Leute wie ich, die sich jetzt an eine gedeckte Tafel setzen, müssen dankbar sein und alle ihre Kraft und Können einsetzen, damit es in diesem Land unseren Kindern, der nächsten Generation, besser geht. Noch mal ganz kurz, du hast vorhin erzählt, du warst früher bei der SPD und bist dann ausgetreten, weil... Ich war über fünf Jahre, fast sechs Jahre bei der SPD und habe da viel mitgemacht, auch bei den Jusos. Aber interessant war, ich habe die gefragt, was macht die Buchstabe D wie Dora in eurem Namen? Die haben für alles mögliche Politik gemacht, nur nicht für Deutschland. Und die haben nur eine, sage ich mal, das ist ja keine Vision oder so, nur der Kampf gegen Recht, Kampf gegen Recht. Ich war ja auch dabei, ich musste auch als guter Parteisoldat in Anführungszeichen, wollte ich auch mitmachen. Deswegen bin ich gezwungen gewesen, mich mit dem Personal und dem Parteiprogramm der AfD auseinanderzusetzen. Und irgendwann habe ich gesagt, hey Junge, das ist doch alles, was du auch sagen willst. Und ich danke der SPD, dass sie mich zur AfD gebracht haben. Das muss ich dann sagen. Also das war der große Verdienst der deutschen Sozialdemokratie für mich. Hier aus dem Chat schreiben viele, so sieht ein integrierter Migrant aus. Ich bin Assim, verzeihen Sie, ich bevorzuge den Begriff assimiliert. Ich bin Teil dieses Landes, ein integraler Teil dieses Landes. Aber ich kann eins sagen, Leute wie mich gibt es viele. Ich bin halt der Volllaute, der auch dann aktiv versucht, auch unsere Botschaft. Ich sage ja, vor seiner Situation sind wir geflohen. Und ich verstehe nicht, wie Leute es so haben wollen, dass sie sagen, wir wollen Deutschland umwandeln in eine Form, wie damit Deutschland wie Länder aussieht, aus denen wir eigentlich geflohen sind. Das ist makaber und unverständlich. Deswegen lassen Sie uns dieses Land gemeinsam erhalten. Das ist ein wunderbares Land mit einer wunderbaren, humanen Bevölkerung. Wir kamen mit dem, was wir am Leibe zogen. Sonst nichts, kein Wort Deutsch. Ich bin hier in die Schule gegangen, meine Geschwister auch, alle, also studiert. Arbeit, politische Arbeit, Schöffe, Schulelternbeirat, was alles noch? Was soll dieses Land denn uns mehr geben? Und deswegen sage ich ja, hier bitte, und diese Metapher mit der gedeckten Tafel ist wirklich wahr. Die vorherigen Generationen haben das alles aufgebaut. Wir kamen und es ist doch nicht verständlich, wie Leute sagen, ja, aber Ausländerfeindlichkeit, Alltagsrassismus. Ich lebe seit 29 Jahren in diesem Lande. Meine Misserfolge basierten darauf, dass ich nicht gut genug war. Mit dieser Einstellung kann man erfolgreich werden. Aber wenn ich sage, mein Vorname, die Farbe meiner Haare haben dazu geführt, dass ich keinen Erfolg in diesem Land hatte. Das führt zu einer Art Agonie, was dann dieses Land kaputt macht. Wir zerfallen in Einzelteilen, diese Gesellschaft. Haben Sie vielleicht noch eine Einschätzung, wohin unser Land sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren vielleicht entwickelt? Ich bin Kulturpessimist. Das heißt, ich habe zum Beispiel Oswald Spengler gelesen, Der Untergang des Abendlandes. Ich bin eigentlich pessimistisch eingestellt, aber ein kämpferischer Pessimist. Ich werde mit meinen Mitstreitern, mit Ihnen allen hoffentlich dafür sorgen, dass diese Voraussage nicht eintritt. Dafür müssen wir kämpfen, sonst ist dieses Land leider verloren. Und dann ist es schwierig, es wieder aufzubauen. Wir wollen nicht eine Afghanisierung Deutschlands, wo viele Konfessionen und Bevölkerungsgruppen gegeneinander kämpfen und nicht miteinander. Das muss aufgehalten werden. Ja, ein gutes Beispiel ist ja das, was gerade im Hintergrund passiert. Die Gesellschaft ist ja gespalten wie noch nie. Eigentlich ja, aber ich würde gerne zu Ihnen hingehen und sagen, hier, was gefällt euch an unserem Programm nicht, an mir nicht. Aber bevor ich hingehe, dann brauche ich mal, wer die Wahrheit sagt, braucht gute Chirurgen. Früher brauchte man gute, also schnelle Pferde, heute braucht man gute Chirurgen, wenn man die Wahrheit. Aber ich bin ja auch ein Anhänger von Karl Popper. Niemand ist im Besitz der reinen Wahrheit. Jeder von uns hat einen Teil dieser Wahrheit. Ich habe nichts dagegen, auch mit den Leuten zu reden. Das Problem ist, die wollen nicht mit uns reden. Die wollen uns niederschreien und niedertreten. Das haben Sie heute den ganzen Tag getan, ne? Ja, aber ich
Gott sei Dank die Ergonomie meines Körpers, die Ohren waren ja nach vorne gerichtet, deswegen konnte ich vieles mitnehmen. Meinung zu Stürzenberger und seiner Arbeit? Ich schätze den Herrn Stürzenberger. Ich war auch auf einer Veranstaltung von ihm, wo wir uns auch kennengelernt haben, Ich bin sehr froh, dass es ihm gut geht. Natürlich, Wehmut hoffen, dass der Polizist gestorben ist. Aber die Arbeit von Stürzenberger, der politische Islam, ist, sie wissen gar nicht, was diese Einstellung, diese Ideologie mit uns machen kann. Einfach mal beim Internet eingeben, bei Google einfach suchen, Kirchen und Kathedralen, die in Moscheen umgewandelt wurden. Ich habe eigentlich diese Aussage viel später aufgehoben gehabt, aber ich sage es. Das erste Aufeinandertreffen der Muslimen mit den Europäern war im Jahr 711 an der Südspitze Europas, wo eine Armee von Muslimen übersetzte und Spanien überrannte. Damals hat man es nicht geschafft, diese Leute aufzuhalten. Und das musste im Jahr 732 durch Karl Martel südlich von Paris in der Schlacht von Tours und Poitiers nachgeholt werden. Jahre später, Jahrhunderte später, hat man es versäumt, diese Eindringlinge am Bosporus in Konstantinopel aufzuhalten. Und da, was da versäumt wurde, musste Jahre später, Jahrzehnte später, zweimal vor Wien wiederholt nachgeholt werden. Deswegen sage ich, lassen Sie uns gemeinsam heute unsere Werte, unser Land verteidigen, damit unsere Kinder später nicht das alles nachholen müssen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.